Hex, Hex, ja, diese Geste und diesen Satz, den kennen vor allem die Leute, die in den 80ern und danach groß geworden sind, so wie ich. Gehört nämlich zu Bibi Blocksberg, der kleinen Hexe, berühmte Hörspielfigur, später auch Zeichentrickserie. Und die hatte eine Freundin, nämlich Tina Martin, die hat sie auf dem Reiterhof kennengelernt. Und dieses Duo bekam 91 auch eine eigene Hörspielreihe und auch eine Zeichentrickserie später. Jetzt gibt es die erste Realverfilmung und ausgehend von Detlef Buck, den wir ja kennen von Wir können auch anders, Robby die Katz und die Vermessung der Welt. Und jetzt hat er ausgerechnet einen Kinderfilm gedreht, wobei ja Hände weg von Mississippi war auch schon ein Film für Kinder mit Pferden. Also das scheint so sein Faible zu sein. Hier geht es auch wieder so auf dem Reiterhof zu, ein bisschen Trippel-Trappel, ein bisschen Immenhof-Atmosphäre. Allerdings ist das Ganze kein bloßer Kinderfilm, sondern Detlef Buck hat wirklich hat dem Ganzen seine eigene Note aufgedrückt, seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Es ist schrill, gespickt mit schrillen Musical-Einlagen, schrillen Cameos von berühmten Leuten, wirklich teilweise over the top. Und wird erwachsen ist das vielleicht ein bisschen viel. Teenager werden ihren Spaß haben und ich finde es mal gut, dass gerade auch Detlef Buck sich so eines Themas annimmt und was ganz Neues daraus macht und nicht einfach nur die Hörspielfolgen abfilmt. Insofern, Bibi und Tina, hat mich angenehm überrascht, lohnt sich.